Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen ARC-Server mit einer festen IP-Adresse erstellen könnt. Als allererstes müsst ihr die Steam-CMD runterladen von der Seite, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und das scrollt ihr ein bisschen runter und dann steht hier Download Steam-CMD for Windows. Klickt ihr gerade drauf, downloadet das. Dann öffnet ihr die ZIP-Datei. Führt die Exe aus, ihr müsst das gar nicht entpacken eigentlich. Außer es gibt irgendeine Fehlermeldung. Aber es dürfte normal nicht der Fall sein. So, dann lädt ihr ein paar benötigte Dateien runter und sobald hier Loading Steam API OK steht, ist er bereit. Dann müssen wir anfangen mit ein paar Befehlen eingeben. Erstmal müssen wir uns anonym einloggen. Normalerweise kann man es auch mit Steam Username und Passwort machen. Das braucht man aber nicht in dem Fall jetzt zumindest. Dann müssen wir angeben, wo wir den Server installieren wollen. Müssen wir force install hier eingeben. Dann habe ich das auf dem D-Laufwerk in dem Ordner Server und in dem Ordner ARC Server. So, und dann müssen wir nur sagen, was er downloaden soll. Das ist erstmal App Update. Und die ID von dem ARC-Service 346110. Und dahinter noch Validate schreiben. Enter. Dann müssen wir hier kurz warten, bis alles fertig runtergeladen hat. Das sind um die 50 GB. Das kann schon eine Weile dauern. In der Zeit können wir mal was anderes machen. Und zwar mit der IP-Adresse. Dafür geht ihr auf noip.com. Registriert euch mit E-Mail, Username, Passwort, den Hostname könnt ihr da freilassen und hier unten den Haken rausmachen, dass ihr keine Newsletter oder sonst irgendwelche Werbemails bekommt. Müsst ihr nur E-Mail bestätigen und dann könnt ihr euch auch einloggen mit eurem Username und Passwort. Sobald ihr euch eingeloggt habt, seht ihr dann normalerweise den Bildschirm. Und hier könnt ihr euch dann, wenn ihr hier auf Active drückt, eine eigene IP-Adresse erstellen. Das habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht. Meine eigene arc12.dns.net. Das funktioniert auch ganz einfach. Mache ich gleich nochmal. Müsst einfach auf Add Hostname gehen. Könnt ihr eingeben, einfach ARC-Server und dann irgendeine Domain-Endung unter den Free-Domains nehmen, weil das Ganze kostenlos ist. Nehmen wir auch gerade dns.net. Den Rest lasst ihr gerade so und drückt Create Host. Gut, da muss halt der Name auch frei sein. ARC-Server 123 dns. Ist auch schon. So, perfekt. ARC-Server 123.dns.net, das wäre jetzt die IP. Hier seht ihr expires in 30 days, das heißt, die IP wird in 30 Tagen gelöscht. Es sei denn, ihr tut 7 Tage, bevor sie gelöscht werden würde. Also jetzt in 23 Tagen bekommt ihr eine E-Mail, wo ihr dann 7 Tage lang Zeit habt, die zu bestätigen, und dann wird das wieder auf 30 Tage geupdatet. Das liegt einfach daran, dass das Ganze kostenlos ist und sonst irgendwann alle IPs blockiert wären, wenn sie das nicht machen würden. So, dann müsst ihr hier drüben noch den Dynamic Update Client runterladen. Könnt ihr auch einfach runterladen, installieren und da müsst ihr euch dann einloggen. Sobald ihr euch eingeloggt habt, sieht das Ganze so aus ungefähr. Also sieht das Ganze so aus. Und dann müsst ihr einfach auf Edit Host gehen. Sobald ihr die IP-Adresse erstellt habt,
Nehmt hier den Haken rein, welche IP-Adresse ihr verwenden wollt. Ihr könnt auch mehrere reinmachen. Drückt Save. Und dann ist es automatisch geupdatet und eure IP wird immer auf die IP geändert, die ihr gerade eingegeben habt. So, dann ist noch ganz wichtig bei der Methode mit der IP, ihr müsst Ports freigeben im Router und in der Firewall. Für die Router-Freigaben habe ich in drei Tutorials in der Videobeschreibung. Und das mit der Firewall zeige ich euch schnell. Da müsst ihr gerade in die Suchleiste Firewall eingeben. Dann kommt hier ganz oben schon Windows Firewall mit erweiterter Sicherheit. Klickt drauf, geht auf eingehende Regeln und neue Regel. Dann wollen wir hier einen Port freigeben oder mehrere Ports. Erstmal für TCP. Und dann müssen wir dann freigeben. Einmal die 7777. 7777, ja. Komma 27015 und 27020. Weiter. Verbindung zulassen. Weiter. Weiter. Name können wir dann Arc Server eingeben. Gleich machen wir dann nochmal mit Ports und dann UDP. Machen wir auch wieder. 7777 27015 27020. Weiter, weiter, weiter können wir auch ARC-Server nennen. Das sind hier die zwei ARC-Server, da sind die Ports jetzt freigegeben. Und genau die gleichen Ports müsst ihr auch an eurem Router freigeben. Dann, müssen wir kurz warten, bis der Server runtergeladen ist. Da könnt ihr jetzt einfach mal Pause drücken. Ich mache bis dahin meinen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Server hat jetzt fertig runtergeladen. Den könnt ihr jetzt da, wo ihr ihn installiert habt, sehen. Bei mir unter dem Laufwerk D und in dem Ordner Server. Als erstes geht ihr da mal rein und in den ersten Ordner hier müsst ihr die zwei Sachen hier installieren. Aber auch nur, wenn es nicht schon installiert sind. Also bei mir waren sie schon installiert, aber am besten mal nachgucken. Also einmal die DX-Setup-Exe und hier die VC-Redis 64 für ein 64-Bit-System und die 86 für ein 32-Bit-System. Dann gehen wir wieder zurück und auf den Shooter-Game-Ordner, Binaries Win64. Müssen hier als erstes mal ein Textdokument erstellen, dass wir Server oder einfach nur Start nennen. Es kann aber sein, wie ihr wollt. Und ein Punkt Bat dahinter anstatt dieses TXT. Das ist so eine Datei. Falls die Dateiendung bei euch nicht angezeigt wird, das ist bei manchen so, müsst ihr einfach hier oben auf Organisieren gehen. Ordner und Suchoption, Ansicht, hierbei Erweiterungen für bekannte Dateitypen ausblenden, den Haken rausmachen. Wenn man reinmacht, ist es alles weg. Wenn man es wieder rausmacht, sind die ganzen Dateiendungen da und ihr könnt es ändern. Hier müssen wir jetzt reingehen. Dann sieht das so aus, statt Bat. Und da müssen wir jetzt den Text hier reinkopieren, den gibt es auch in der Videobeschreibung. Hier kann man jetzt den Namen von eurem Server eintragen, wie der später in der Liste angezeigt werden soll. Der Port, der sollte so bleiben. Das Passwort kann man ändern, welches man braucht, um auf den Server zu kommen. Wenn man kein Passwort haben möchte, kann man das auch einfach wegstreichen hier komplett. Und dann gibt es noch ein Server-Admin-Passwort. Wenn ihr das eingibt, könnt ihr Befehle und Cheats ausführen. So, das war's dann auch wieder. Das schließen wir, speichern und gehen dann nochmal zurück in den Shooter-Game-Ordner, Config. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Sachen ändern wollen, wie Zeamgeschwindigkeit, wie viel ihr auf einmal abbaut, oder wie viel Damage ihr macht, könnt ihr hier auf Default Game User Settings gehen
Und das hier alles einstellen. Das steht jetzt auch Server Settings drüber. Also sagen wir mal, Player Damage Multiplayer, das heißt, wie viel Damage wir mehr machen und wie viel mehr wir mehr aushalten. Und hier ein XP Multiplayer, Taming, das kann man alles hoch machen. Und hier gibt es auch noch ein paar Einstellungen. Ja, das kann man auch wieder schließen, speichern. Dann müssen wir jetzt wieder zu dieser Stadtbad. Da können wir auch uns eine Desktop-Verknüpfung erstellen. Dann müssen wir hier nicht immer in den Ordner reingehen, um den Server zu starten. Und dann kann man den ausführen. Öffnet sich kurz, schließt sich wieder und dann öffnet sich's wieder. Das Starten von dem Server kann zwischen einer Minute und 10 Minuten dauern. Dort ist jetzt immer ungefähr immer unterschiedlich. Ich weiß auch nicht ganz, wovon das abhängt. Und was ich noch dazu sagen will, ist, warum es sich lohnt, so einen Server zu erstellen und nicht den non-dedicated Server von Ingame zu nehmen. Bei dem Server, den man Ingame erstellen kann, ist unter anderem das Problem, dass man, wenn man zu zweit oder mehr als zu zweit spielt, nicht weit voneinander weggehen kann, weil man sonst einfach hinterhergezogen wird, als ob man zusammengebunden wäre. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn einer schnell wohin gehen soll, was holen, ist der andere immer mit. Und das ist hier nicht der Fall. Und dann ist auch noch, es werden Lags verringert, sage ich mal. Weil nicht alles das Spiel verarbeiten muss, sondern es sind zwei Programme, die voneinander getrennt laufen. Einmal der Server und einmal euer Spiel. Theoretisch könntet ihr das auch auf einen dritten PC machen, auf dem dann überhaupt nicht gespielt wird, damit da das nochmal verteilt wird. So, dann melde ich mich gleich nochmal, wenn der Server gestartet ist. So, da bin ich wieder. Der Server ist jetzt gestartet. Das sehen wir jetzt hier. Er hat insgesamt knapp 600 Sekunden gebraucht, also gerade 10 Minuten. Ja, wir sehen jetzt auch, mein eigener Server ist successfully started. Und damit wir auf den connecten können und das ihn gleich finden, können wir jetzt auf Steam gehen. Anzeige, Server. Und hier jetzt den Server hinzufügen mit der IP, die wir vorhin erstellt haben. So, das wäre jetzt die ARC-Server 12345.dns.net. Diese Adresse hinzufügen, dann sehen wir jetzt schon, Passwort geschützt, BattleEye geschützt und mein eigener Server mit 70 Slots. Und dann können wir jetzt einfach mal ARC starten. So, hier können wir einfach auf Join ARC gehen und unter Favoriten hier unten haben wir jetzt schon direkt unseren Server drin. Mein eigener Server auf The Island. Können wir Join mit dem Passwort 123, das haben wir ja in der Start.bat angegeben. Da können wir jetzt einfach drauf gehen. So. Genau, jetzt sind wir hier, können unseren Charakter erstellen. Nehme ich jetzt gerade das, was ich hier immer habe. Und da spawnen wir einfach mal irgendwo auf der Map. So, und dann seid ihr auf eurem eigenen ARC-Server. So, ihr könnt jetzt farmen. Sicher, wir bekommen direkt 20 Steine, das ist normalerweise nicht so. Und wir können auch. Ja, das liegt an den Einstellungen, die ich gemacht habe. Und zwar wird immer ein Prozentteil des Schadens, was wir dem Dino machen, den wir schlagen,
auf uns übertragen, weil wir nur mit der Faust zuschlagen. Können wir jetzt auch ganz einfach Enable Cheats eingeben und das Passwort 12345 dahinter. Dann können wir auch Cheat Fly machen und dann können wir fliegen. Und wieder Cheat Walk, um weiterzulaufen. Können wir jetzt gerade mal gucken, damit die Einstellungen auch passen. Wenn wir jetzt eine Spitzhacke nehmen, bekommen wir keinen Schaden mehr. Wenn wir zuschlagen. Okay. Das war jetzt natürlich. Ja, weil wir mit der Faust da drauf geschlagen haben. Aber wir können uns auch ganz einfach aus dem Arc-Wiki. Das wir jetzt hier sehen. So, das sehen wir jetzt hier. Da können wir hier rechts das Spawn-Command nehmen. Bei der Metal Pick jetzt. Da gerade auf Kopieren drücken. Wieder in Arc reingehen. Das dort reinkopieren. Und dann haben wir die Metal Pick bekommen. Da können wir jetzt auf ein Fujimura schlagen und es stirbt einfach direkt, genau wie der Arasair eigentlich. Es dürfte nicht viel Hits spawnen, genau. Weil wir einfach so viel Damage eingestellt haben, aber das ist ein bisschen übertrieben. Und da könnt ihr jetzt einfach entweder ohne Cheats bauen und dann einfach für euch so ein bisschen die Sachen erforschen und wie alles funktioniert. Oder ihr cheatet euch einfach. Zum Beispiel, wenn neue Updates kommen, komme ich auch gern mal auf so einen Server und schau mir an, wie das alles funktioniert. So, das wär's dann gewesen. Falls ihr noch irgendwelche Server habt, die ihr machen wollt, aber es nicht hinbekommt mit diesem Neuro-IP-Hosting, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder auch sonst, wenn ihr Probleme habt, dann schaue ich mir das mal an und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Video darüber. Also, bis zum nächsten Mal.